Und damit willkommen zurück hier auf der Mega XL Farm. Bevor wir so richtig durchstarten mit unseren wunderschönen Serion 5000, der uns nicht gehört, der ist ja nur geleased, ich habe eine Frage. Und zwar überlege ich, eine Woche Pause zu machen mit der Mega XL Farm und dafür eine Woche lang mal wieder die Bio-Valley zu spielen. Was haltet ihr davon? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr eh schon dabei seid, Gutes für mich zu tun, dann hinterlasst dem Video auch gerne ein Däumchen nach oben. Ja, wir sind mit unseren Serion 5000 am Start. Ja, die Spiegel... besser. Nicht gut, aber besser. Ansonsten, ja, mittlerweile, wie gesagt, ohne den zweiten Display, wäre es ein richtig schicker Traktor. Ich habe mich jetzt auch an diese weiße Lackierung gewöhnt. Das war zuerst, war es wirklich gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile finde ich es aber ganz schick. Und ja, er wirkt sehr schlank, aber der ist ja gar nicht so. Das ist ja kein kleiner Traktor. Und auch mit den, auch wenn er jetzt nur die Raupen hat und irgendwie keine Zwillingsbereifung oder so, ist er ja trotzdem nicht schlank. Aber so gerade, wenn man so jetzt aus dieser Perspektive fährt, wirkt er sehr schlank. Links von uns, da hinten, vielleicht erkennt ihr ihn gerade noch so, arbeitet Cosplay. Ich weiß gerade gar nicht, ob es Mrs. oder Mr. Cosplay ist. Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall noch eben hier mit der Messarbeit zu Ende. Und danach schicken wir ihn rüber aufs nächste Feld. Einfach weil toll. Und ja, wir sind hier am Ansehen. Wenn wir hier fertig sind, wir machen jetzt gerade Sojabohnen hier rauf. Also unser größtes Feld wird mit Sojabohnen bestückt. Auf jeden Fall, wenn wir fertig sind, dann werden wir wohl, ich denke, eventuell unter Umständen einmal übersetzen und aufs andere Feld Sonnenblumen ausbringen. Und dann müssen wir uns noch überlegen, was machen wir auf das neue Feld, was wir ja seit kurzem haben. Das eine Feld ist ja mit Gerste bestückt. Wir haben allerdings den Aussatzzeitpunkt, glaube ich, komplett verpasst. Also, das hier ist mit Gerste bestückt. Und hier unten haben wir noch gar nichts drauf. Das Feld ist nicht riesig. Hier gucken wir unsere anderen Flächen an. Ne? Ist dagegen klein. Liegt aber auch daran, weil wir wollen ja hier die Felder nach und nach kaufen. Dann wird es zu einer riesen XXL-Fläche. Aber leer lassen ist auch doof. Jetzt ist die Frage, was sehen wir dort an? Die Frage ist, was können wir jetzt noch ansehen? Quasi alles. Ja, wir könnten Hafer machen, oder? Also irgendwas, was wir mit einem normalen Drescher dreschen können. Hafer hätte ich jetzt. Machen wir Hafer? Oder machen wir nochmal Sonnenblumen? Nee, warte mal. Kommt ganz drauf an, was wir danach sehen wollen. Nee, wir machen Hafer, weil Hafer kann ich zusammen mit der Gerste ernten und dann können wir direkt danach dieselbe Frucht ansehen, um unsere Fruchtfolge im Griff zu bekommen. So. Runter hier mit der Sämaschine. Das Schöne ist, der Serion ist ein ziemlich großer Traktor. Dadurch, dass er eine Vierradlenkung hat und keinen Knicklenker, fährt er sich sehr gut. Und ja, im Endeffekt, das ist theoretisch der perfekte Traktor für uns. Ne? Also ich mag ihn richtig gerne. Das läuft. Ich gucke mich mal nach Mod um, wo die Spiegel vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Und dann hätte ich gesagt, könnte das unser nächster Traktor werden. Wie gesagt, nach der Aussaat werden wir den aber durchtauschen. Oder wieder abgeben, sagen wir es mal so, nach der Aussaat. Weil der kostet doch ziemlich viel Geld. Und dann werden wir eventuell die Sämaschine auch kaufen, weil früher oder später müssen wir die kaufen. Mal gucken. Ich bin noch am Hin und Her überlegen. Ich habe mich da noch nicht so ganz entschieden. Leute, ich hoffe, ihr hattet irgendwie einen schönen Tag heute. Meiner war lang, aber war ganz nett eigentlich. Wir haben diese Woche die letzte große Veranstaltung. Danach wird es endlich entspannter. Da freue ich mich. Da habe ich Lust drauf. Und ich bin gerade am Überlegen, ich bin gerade ernsthaft am Überlegen, nicht zur Agritechnica zu fahren.
wollte ich eigentlich hin. Ich wollte für euch auch eigentlich ein Video da machen. Aber ich bin am Überlegen, dort nicht hinzufahren. Einfach, weil, ja, ich habe so auf mein Konto geguckt und habe dann so geguckt, was steht denn nächsten Monat so alles an? Da steht mehr an als nur die Agritechnica. Und das war dann so, ja, da, eigentlich müsste ich mich entscheiden, zu was ich jetzt hinfahren möchte. Und tatsächlich, Agritechnica wäre an für sich interessant. Und ich sag mal, rein von der Länge hätte ich auch länger was davon. Weil ich da den ganzen Tag beschäftigen mich könnte. Und natürlich wäre es auch was für YouTube. So ein Vlog auf der Agritechnica. Aber das andere macht einfach viel mehr Spaß. Und auf das andere habe ich einfach viel mehr Bock. Ich muss mir da noch Gedanken zu machen. Vor allem, für das andere habe ich schon Karten. Das ist eine Karte für mich selber. Und für die Agritechnica tatsächlich noch nicht. Ich habe noch keine bestellt. Und wenn, dann würde ich so an diesen Exklusiv-Days dahin fahren wollen, wo es ja noch teurer ist bei der Agritechnica. Weiß gar nicht warum. Ich hab mir an den Tagen Urlaub genommen, deswegen. Joa, so. Hier schön am Stissel mit dem schönen Serion hier. Ich finde ja ganz schön wenig Knöpfe. Fällt mir gerade so auf, wenn ich überlege, irgendwie Fan One, wie unfassbar viele Knöpfe du hast. Und hier hast du doch relativ wenig. Ja. Aber wird man sich ja wohl was bei gedacht haben, das Cockpit so zu machen, ne? Ach, schön. So, ich bin gespannt, ob der mit einer Messerwalze hier nochmal rechts rüberfährt, weil da hinten in der Ecke hat er ganz schön viel stehen lassen. Und mit ganz schön viel meine ich wirklich ganz schön viel. Er hat einige stehen lassen. Und eigentlich müsste er da nochmal hin. Sonst wird er seinen Job nicht sonderlich gut machen. So. Hoch das Grade. Und dann. Wir machen gerade echt. Müssen gleich mal umdisponieren. Im Übrigen haben wir auf unserem Weizenfeld, was wir angesät haben, das eine Feld mit Weizen, haben wir, ja, ich nenne es mal kleinere Saatfenster. Dort ist hier und da kein Saatgut vielleicht in den Boden gekommen. Und das ist richtig viel, was nicht angesät ist auf unserem Weizenfeld. Ist ein bisschen doof. Sagen wir es mal so. Ist ein bisschen doof. Ach so. Wo ist denn der John Deere? Ach da, guck mal, da oben wendet er. Da. Da hinten. Ganz klein und süß ist er. Da wendet er. Ich lasse den ja ein Beten machen. Ich sage, immer eine Reihe überspringen. Und dann, ich glaube, nach vier Reihen. Also ein Beet ist vier Reihen. Einfach damit der immer so blockweise fertig wird. Ich möchte, dass er eine Reihe überspringt. Einfach damit er besser um eine Kurve kommt. Aber dadurch, dass wir in Beeten arbeiten, macht er aber hier mal so Block für Block fertig. Und wir können mit der Sämaschine halt hinterher düsen. Das ist ganz praktisch. Das ist eigentlich ganz schön. Da seht ihr es, ne? Er hat jetzt hier wieder den nächsten Block fertig und fährt dann gleich zum nächsten rüber. Und ich bin ziemlich froh, den John Deere gekauft zu haben. Das ist ein schöner Traktor. Und ich würde, glaube ich, auch mal ganz gerne ausprobieren, ob er mit der Sämaschine hier klarkommt. Vielleicht machen wir das eine Feld, was wir haben, was mit Hafer noch angesät werden müssen, einfach mal mit dem John Deere und gucken, was der so sagt. Weil der hat ja theoretisch mindestens 100 PS zu wenig für die Sämaschine. Ich meine, der 7R kommt mit der auch klar, aber der 7R hat halt auch nochmal 60 PS mehr als der John Deere. So. Läuft. Sehr, sehr, sehr schön, würde ich das mal nennen. Mach mal schneller. Ich sitze hinten drauf. Jetzt wird der noch langsamer. Ich fasse es nicht. Ja, gute Angestellte zu finden ist schwierig, ne? Ah gut, wenn er jetzt gleich ins nächste Beet wechselt, dann habe ich ja wieder, ich weiß nicht, eine Reihe, zwei Reihen, die ich jetzt mit Vollgas düsen kann. Oha.
Bleib doch nicht stehen beim Fahren, Mr. Cosplay. Jetzt. Mein Kopf. Mr. oder Mrs. Cosplay? Was sind Sie? Wen habe ich eigentlich eingestellt? Sie hat mich überfahren und es ist eine Mrs. Cosplay. Okay. So, mit Vollgas weiter. Ah, macht Spaß mit dem Zero, muss ich wirklich sagen. Der zieht ja auch wirklich entspannte 21 km/h durch. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, die Versatile hat weniger geschafft. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, mit der Versatile habe ich 19 geschafft. Obwohl die gleich viel PS haben sollten. Die Versatile sollte eigentlich auch 530 PS haben. Genauso wie der Serion hier. Weiß ich nicht. Aber läuft. Wie ihr seht, ich bin wirklich irgendwie ein, vielleicht 2 km/h schneller als der John Deere und hab mehr Arbeitsbreite. Also Schlagkraft ist auf jeden Fall gegeben. Das passt schon. Für die Zukunft müsste man sich mal überlegen, eine zweite Messerweize zu kaufen. Weil die Sämaschine kommt da gut hinterher, würde ich sagen. Aber da kann man sich dann zukünftig noch Gedanken zu machen. Das ist doch, das hier ist doch ein XXL-Anblick. Das ist doch fantastisch. Ah, schön. Gefällt mir richtig gut. So. Ja, ist jetzt die Frage. Was machen wir denn hier nach mal eine Runde? Ah. Weiß auch nicht so richtig. Bin heute so ein bisschen planlos unterwegs, könnte man fast sagen. Ich hab nicht so eine richtige Idee, wo ich mit mir gerade hin soll. Naja. So, den Serion gönnen wir jetzt erstmal eine kurze Pause. Wir schwenken uns in unseren wunderschönen John Deere, den alten 84.000, oder den, keine Ahnung, 8.400 Rinder. 265 PS am Start. Wir starten direkt im höchsten Gang. Jetzt machen wir mal hier so ein bisschen. Hä, was ist das denn jetzt? Ich kann nicht ranzoomen. Warum? Also mit meinem Joystick kann ich nicht ranzoomen. Ah, doch, jetzt geht's auf einmal. Jetzt hört mal einfach zu. Ich finde den Klang richtig geil. Ich mag den richtig gern. Ja, ist ein. Wir haben hier ein Starfire Terminal hier für Trimble GPS. Ja, scheiß drauf, das hat er jetzt vergessen. Ist halt so. Wir schicken ihn zum nächsten Feld. Da fahren wir ihn höchstpersönlich hin, weil er muss auch getankt werden. Also der hat hier ein Starfire bekommen. Für ja, nachgerüstetes GPS-Signal. Ansonsten sehr, sehr schlichtes Design, also auch sehr schlichte Kabine. Man hat auch irgendwie nicht viele Knöpfe und so. Es wirkt so, als wenn er nicht viel könnte, außer, keine Ahnung, 2, 3 Steuergeräte und kräftig ziehen. Gefühlt ist alles, was er kann, wenn man sich jetzt hier die Kabine anguckt. Aber passt schon. Ich meine, wofür ist er da? Der hat den Marcel Ferguson abgelöst und der Marcel Ferguson war eigentlich nur dafür da, Stroh zu fahren. Für nichts anderes. Und jetzt hier, der hier macht. Ich sag mal, ich habe mit dem schon Kalk gestreut, das funktioniert. Der macht einen wunderbaren Job hier hinter vor der Messerwalze. Also sehr universell einsetzbar scheinbar. Guter Transporttraktor. Also im Real Life würdest du mit diesem Getriebe keine Transporte fahren. Nicht dauerhaft. Mal zwischendurch ja. Aber nicht dauerhaft, weil das Getriebe dafür einfach, nennen wir es mal, suboptimal ist. Das ist halt ein Getriebe für Ackerarbeiten, damit du richtig schwere Lasten ziehen kannst. So, ne? Und wir fahren jetzt einmal kurz an eine Tankstelle ran, weil der muss jetzt tatsächlich getankt werden, so langsam mal. Ah, das dürfte, ach ja, von außen. Ich habe ja den von außen Tankmod drin. Dürfte nicht sehr viel reinpassen. Ich weiß auch gar nicht, wie groß der Tank ist. Keine Ahnung, 300 Liter oder so, wenn es hochkommt.
gucken, wie viel Geld ist das denn jetzt? 300, das heißt, wir haben gute 150 Liter getankt. So in etwa. Und der war noch zu ein Drittel voll. Ja, 200 Liter vielleicht. Irgendwie so um den Dreh. Müsste man jetzt nachgucken. So, wir sind jetzt schon quasi an dem Feld, was am Start ist, was interessiert, was bearbeitet werden will. Und hier schicken wir dann Mr. oder Mrs. Cosplay los, je nachdem wer möchte. Laden Sie bitte schneller. Danke. Okay. Bin begeistert. So, Job erstellen. Der kann auch direkt da starten, wo wir sind, ne? Einstellung können wir, glaube ich, belassen. Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Kursgenerator öffnen. Bla bla bla. Jo, generiere Feldkurs. Dann soll er doch starten, ne? Job starten. So, gucken wir mal zu, dass er auch wirklich startet. Da klappt er das Gerät aus. Und dann mit Vollgas zum Erfolg. Der hat übrigens seine Spiegel sehr weit oben. Finde ich. Also wenn man jetzt in Kamera so hier sieht, finde ich die zu hoch. Aber naja. Ey, lass doch den schönen Rasen heile. Was soll das denn? Heute bist du aber ein bisschen schlampig. Mrs. Cosplay, ne? Hier den halben Rasen mit abfriesen. Naja. So. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Bisschen Cerion, dann noch eine mini kleine Runde mit dem John Deere. In der nächsten Folge geht's weiter. Da werden wir ausprobieren, ob der John Deere hier, dieser wunderschöne Traktor, denn auch die große Sämaschine ziehen kann. In einem, ich glaube tatsächlich, geflügten Acker. Das wird richtig interessant. Bis dann. Danke und ciao.